Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Und da musste ich mal ganz kurz durchatmen. Halt. Schrein in der Nähe? Wo? Jetzt nicht da oben, oder? Kann dann nur da oben sein. Haben die den jetzt getötet? Nö. Okay, ich möchte jetzt aber nicht unbedingt da hoch. Egal, weiter geht's. So, oh mein Gott. Da oben ist garantiert irgendwas. So, jetzt muss ich doch mal ganz kurz... Okay, wir möchten hier dran vorbei und dann am besten irgendwann nach hier. Wäre es nicht einfacher gewesen, da lang zu gehen? Jetzt mal so im Endeffekt. Egal. Hier fehlt uns ja auch noch ein bisschen was. Und da sehe ich doch auch den Turm. Da wollte ich doch hin. Oh mein Gott. Einfach durch. War mir irgendwie klar, dass das jetzt schief geht. Wenigstens haben wir von diesen kleineren Gegnern ja unsere Ruhe. Also von den Standardviechern sozusagen. Dann wollen wir nochmal gucken, was da oben so abgeht. Ich weiß gar nicht, warum ich das letzte Mal... War da gerade schon wieder Schrein in der Nähe? Wenigstens kann uns die Temperatur ja jetzt mal getrost egal sein. Habe ich denn noch Feuerpfeile? Ja, habe ich. Wer sagt's denn? Oh, ist das jetzt dein Ernst? Nein, ich war doch oben. Gut. Und jetzt müssten wir doch eigentlich ganz normal hier wieder hochkommen. Ganz normal, wie bei jedem Turm. Hoffe ich zumindest. Muss ja dazu sagen, den letzten Turm, den wir hatten, der war ja, ja, so eine Sache für sich. Ich riskiere es mal, es dauert mir nämlich gerade ein bisschen zu lang. So. Na komm, einmal geht noch. Jo, das heißt, wir können wirklich fast komplett hochhüpfen mittlerweile. Zup. Super, das läuft. Da oben ist der Weg. Hoppala. Und hoppala. Und einer geht noch. Ne? Aber der. Zack. So, diesmal nehmen wir den Turm aber mit. Gleich mal die Augen offen halten nach möglichen Schreinen. So, Bluetooth 38.0. Ich hab keine Ahnung, wo wir waren. Da, 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 da.
Ui, das ist ein großes Gebiet. Und vor allem ein sehr bergiges Gebiet. So, und jetzt können wir mal kurz gucken. Den Schrein haben wir bestimmt schon. Ne, warte mal. Blau ist doch erkundet, ne? Sozusagen. Jetzt muss ich doch mal gucken, was war denn hier hinten? Hat er doch irgendwo gemeldet, Schrein in der Nähe. Ich sehe da jetzt aber keinen. Den haben wir. Jetzt muss man doch mal gucken. Hier ist doch bestimmt irgendwo noch was in der Nähe. Was ist denn das? Da ist, aha. Was auch immer das ist. Da gucke ich gerade auf den blauen Schrein. Ja, das ist der. Den haben wir schon. Auf jeden Fall da ist doch mal ein roter. Und da muss ich auch noch hin. Aber ich sehe hier sonst keinen. Okay. Dann möchte ich das aber noch setzen. Ihr werdet dann noch sehen, warum. Hui, das war knapp. Zack. So, mein Pferdchen, dann gehen wir mal weiter hier. Schrein in der Nähe. Ja, ich weiß auch wo. Ungefähr zumindest. Wohl andersrum. Liebes Pferdchen. Genau doch. Wir sind schon richtig hier. Ach komm, stell dich nicht so an. Ach, ich weiß, dass du es kannst. So, und hier können wir uns ein bisschen Geld erfarmen. Hoffentlich kann ich das noch. Auf der Switch habe ich das nämlich ganz gut hinbekommen. Dann leg mal los. So, das war irgendwo. Ich muss mich schon, glaube ich, genau hier positionieren und jetzt gerade. Okay, das war zu weit. Okay, also probieren wir es eben einfach jetzt hier. Okay, der geht schief, oder? Nein, der kommt doof. Hier kann man nämlich eigentlich gut Geld verdienen. Ich weiß die Stelle aber nicht mehr. Oder eigentlich war sie schon. Warte doch, das war doch ungefähr hier. Nein, ich guck schon wieder zu weit zur Seite. Nee, das wäre der perfekte Wurf gewesen beim ersten Mal. Und so hätte ich eigentlich alle abgeräumt. Probieren wir gleich nochmal. Na ja, komm, gib mir meine Cola. Also im Endeffekt haben wir jetzt schon Gewinn gemacht. Und es ist eigentlich schon schwer zu verlieren. Aber ich will wenigstens einmal noch. So, mal gucken, ob ich es noch hinkriege. Der sieht doch besser aus. Komm schon, gib mir alle. Ja! So, das war die Stelle. Und dann könnt ihr das beliebig oft wiederholen und bekommt eigentlich immer
Seht ihr gleich. Ja, da legst du die nieder, wa? Achso, ja, normalerweise bekommt man ein Werkzeug, aber wenn ihr denn alle Slots voll habt, seht ihr, bekommt ihr 300 Rubine. Im Endeffekt, ich mach's nochmal. Ihr zahlt 20, bekommt 300, ne? Also 280 Rohgewinn für nicht mal eine Minute positionieren und gut werfen. Und selbst wenn ihr mal einen schlechten Lauf habt, so wie ich eben. Ich glaube, bei einem Parkkegel kriegt man wenigstens den Einsatz wieder. Also, es ist eigentlich kaum... Man macht eigentlich kaum... Oh, der kommt doof. Oder auch doch nicht? Ja, da könnte doch genug gut kommen. Hier Verlust zu machen ist schon schwer. Und ihr seht, wenn man es einmal raus hat, geht's. So, deswegen, wir belassen uns das jetzt mal dabei. 600 Rubine Gewinn fast. Ja, ja, komm. So. Ihr seht, ein wenig Gewinn. Und jetzt müssen wir weiter darunter. Hoffentlich funktioniert das so, wie ich es jetzt vorhabe. Epona, mach mich nicht schwach. Da, zu dem Schrein möchte ich. Epona, ich weiß, dass du das kannst. Siehst du, geht doch. So, gleich kommen wir erstmal wieder auf den Weg. Schwenkt sie automatisch ein? Nein, tut sie nicht. Aber wir nehmen noch ein bisschen Luxus und Edelwild mit. Was zum Henker? Ich könnte mich doch mal an so einen versuchen. Jawohl. Dam, 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 dam. So, haben wir noch mal ein bisschen Fleisch abgesahnt. So, Epona, jetzt gib mal Gas hier. Oh, jetzt wird's aber hell hier. Ach komm. Headshot! So, dann haben wir dann erstmal wieder. Müssen wir irgendwann wieder ein bisschen kochen gehen. Und da ist auch der Schrein. Ups. Rimosa-Schrein. Mal schauen, was uns hier erwartet. Überspringen. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe schon lange keinen Schrein mehr gemacht. Windschutz. Okay. Nehmen. Okay, das war doch noch relativ einfach. Ob es was gebracht hat, ist halt jetzt die nächste Frage. Warte mal, rein theoretisch wäre das doch jetzt mein Weg hier hoch gewesen, oder? Das hat doch auch bestimmt mit denen noch was auf sich.
Egal, ich möchte jetzt erstmal was ausprobieren. Ich habe da nämlich. Ach, ich hätte natürlich auch. Wow. Leute, hier ist leicht windig. So, sag ich doch, der kommt dann runter. Dann bin ich doch schon oben. Genau das meine ich. Ich möchte aber Stasis, genau. So, wenn ich den dann jetzt sozusagen hier ablege, habe ich ein Problem, weil dann haut er ab. Wobei ich natürlich auch erstmal. Ich will jetzt trotzdem wissen, was es mit denen auf sich hat. Vor allem da ist eine Kiste. Von da komme ich auch so hin, oder? Ah, nee. Ich sehe schon was. I see what you did there. Glaube ich zumindest. So, jetzt müssen wir uns nur noch Gedanken machen, was wir mit dem Bällchen machen, wo auch immer es hin ist. Nach den kann ich nicht erfassen, das ist doof. Obwohl, ich könnte den natürlich auch. Genau. War klar, jetzt geht der da wieder hoch. Man könnte natürlich ihn auch einfach. Jetzt will ich mal was versuchen. Nee, da wird er. Doch, sag ich doch, der wird dann ganz einfach. Nee, da bleibt er da hängen. Wer sagt's denn? Hihihi. So, und damit wir hier auch nicht noch mal runter müssen. Machen wir das dann so. Ein antiker Reaktorkern. Gibt's da hinten noch irgendwas? Nö. Das heißt, wir können problemlos wieder rüber. Da wir uns das hier richtig schön gebaut haben. I see. Zup. An den konnte man ja eigentlich hochklettern, ne? Nee, kann man nicht. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Okay, wir gehen einfach weiter. Bzz. So, wie viel haben wir jetzt eigentlich? Oh, eins. Okay. Wenn du Gras schneidest, kommen manchmal versteckte Insekten zum Vorschein. Ah, ah, ah. Aber ich bin immer wieder erstaunt. Das Spiel erstaunt mich immer wieder aufs Neue. So Kleinigkeiten. Aber wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge.
nächsten Folge. Und wie immer sage ich danke fürs Einschalten. Gehabt euch wohl und tschüss.